Ja moin und willkommen zurück zu Fallen Ghosts. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und viel Spaß. So, wir sind immer noch in der Provinz, in der ich letzte Folge den Anführer ausgeschaltet habe. Denn ich will hier in dieser Provinz noch eine Waffe abholen und auf dem Weg sind noch Fertigkeitspunkte, die ich mir auch noch mitnehmen will. Aber danach würde ich dann mich aufmachen zur nächsten Provinz und auch schon zur letzten Provinz. Denn das ist dann der letzte Anführer, den ich ausschalten muss. Und dann müssen wir mal gucken, was dann noch so kommt. Ob dann noch so eine abschließende Mission kommt oder ob das dann schon alles war. Aber das sehen wir ja dann. Da ist noch ein Sturmgewehr, was ich mir noch holen wollte. Die anderen sind jetzt nicht so eilig. Die lasse ich, glaube ich, vielleicht einfach mal in Ruhe. Wie weit ist das denn noch? Ach, da ist es jetzt, okay. Da oben auf dem Hügel. Ich halte hier schon mal an und steige hier aus, weil da vorne könnte jemand drinne sein in der Wache. Da ist auch einer. Ja, moin. Okay. Da will ich mal da hochrennen. Mal schauen, was mich da so erwartet an Truppenstärke von denen. Das ist auf jeden Fall ein Sniper-Turm. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Den kann ich nicht von hier aus treffen, schade. Aber vielleicht, wenn ich mich hier drauf stelle. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr gut. Danke, Mülltonne. So, ich guck mal mit der Drohne. Setze Drohne ein. Stealth-Typen sind wahrscheinlich hier nicht. Dafür ist er zu unbedeutend, der Stützpunkt, wahrscheinlich. Hab noch ein Tango. Sehe einen Generator. Schalten wir das Licht aus? Nee, heute nicht. Da ist da mit Sicherheit jemand. Macht irgendwas. Oder? Nee, doch nicht. Und da läuft jemand rum. Da ist einer mit Maschinenpistole. Ah, hier sind sie. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Okay. Sehe einen mit Medikamenten. Ja, Entschuldigung. Sag mir wo. Da, neben der Kiste mit den Medikamenten. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Dankeschön. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt hier? Das sind 4, 6. 6 Leute noch. Ist machbar. Ja, ist auf jeden Fall machbar. Der ist dahinter, ja. Aber den kann ich kriegen. Okay, der steht da und die anderen zwei stehen wohl. Den könnte ich alleine kriegen. Oh oh. Hola. Ich schalte den mal aus. Da ist ein Gürteltier, cool. Noch eins. Die sind ja süß. Boah, das war knapp. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Schön. Danke. Nice, das war's. Sehr schön. Keiner, also nicht entdeckt worden. Ja,
Da werfe ich noch eine Granate rein, einfach nur aus Granate Prinzip. Nehmt das. So. Ich sehe eine Waffenkiste. Ich nicht. Jetzt sehe ich sie. Sehr gut. Das wollte ich schon immer. Die werde ich vielleicht mal ausprobieren. In der neuen Provinz. Mal sehen. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Okay. So, ein paar Rohstoffe noch mitnehmen und dann kann es weitergehen schon. Hier ist noch ein Boxsack. Super. Dann gucken wir mal auf der Karte. Was sagt dann die Karte? Da unten geht's los. Dann würde ich doch einfach mal sagen, mache ich bis hier eine schnelle... Ach nee, hier. Das ist vielleicht noch besser sogar. Ja, komm, ich mach hier hin. Bis gleich. Alles klar, dann wollen wir mal da hinfahren. Ja. Nehme ich einfach mal hier den SUV. Und dann fahre ich mal dahin. Aber wir hören uns erstmal an, was es da zu sagen gibt. Sammeln Sie alles, was Sie über das Treiben der Los Estranjeros in der Region erfahren können. Ab dann übernehme ich. Okay. Moment, ich fahre. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Alles gut, ist vielleicht doch ein längerer Weg, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich könnte da querfeld einfahren, aber... Wow. War schön vor einem Stein. Geil. Mann. So, ich bin jetzt endlich angekommen. Es war doch ein längerer Weg, als ich gedacht habe. Aufpassen, dass dein Geschütz. Du fliegst auf Plätze. Da war schon mal ein Sniper und hier scheint es relativ groß zu sein, auf jeden Fall. Mit einem kleinen Hafen, also einem kleinen Anleger. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Ah, da, okay. Ein Heli, los, runter. Ich gucke erstmal, wo der Typ da oben drin ist. Dass ich mir den als erstes hole. Hier ist aber gar keiner, komisch. Okay. Ist ja ziemlich riesig. Und ach toll. Die sind dahinter. Die brauche ich gar nicht erst anfangen. Kann ich einfach weiterfahren. Toll. Und ich fange ja an, die Leute auszuschalten. Bin drin, los geht's. Pure Zeitverschwendung eigentlich. Einfach durch. So, jetzt kann ich anfangen. Waren sicher die Söldner. Zumindest das haben sie gut gemacht. Ich kann nämlich von da oben schon sehen. Peng. Boah, ein Glück habe ich den getroffen. Sieht gut aus. Kommt. Die beten da oben oder wie? Da ist noch ein Tango. Noch ein dritter. Da ist ein Alarm. Alarm hier drüben. In nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Ja. Der Alarm ist aus. Will ich auch hoffen. So. Ich guck mal mit der Drohne, das ist sicherer. Das sind noch zwei, okay. Hier ist Ziel Nummer 5. Hier geht's auch weiter, denke ich mal. Ja. Wir haben Alarm am Start. Ach du Heilige. Ist aber ein großes Areal hier auch. Sind jetzt bei 10. Ach, das ist kein Typ. Okay. Da oben ist aber noch einer.
Scharfschütze, oben auf dem Turm. Es gibt einen noch einen Alarm, da läuft noch einer lang und da auch. Oha. Ich sehe dich doch, Mann, warum geht das nicht? Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Okay, ich gucke lieber erstmal hier vorne, wo ich auch gerade zu tun habe. Wir sind bei 15. Ist wahrscheinlich besser. Oh, hier ist so viel los. Krass. In den Gebäuden sind bestimmt auch noch welche. Ein Generator. Klemmen wir ihn den Strom ab? Ja, mal sehen. Wissen wir noch nicht, ne? Okay. Ich glaube, hier vorne sind nicht allzu viele noch. Ich glaube, ich gehe einfach mal ein bisschen weiter vor. Wir probieren es so. Schön durch die Brühe durch. Dann gehe ich hier raus. Ja, wo gehe ich denn mal lang? Hier außen rum ist besser. Mal der lokale Kartellchef residiert. Falls er noch lebt, hat er sicher nützliche Infos für uns. Na dann. Ich schaue mich mal hier gerade um, ob hier jemand ist. Nee. Ich höre aber wen laufen. Da sind die unten unter mir wahrscheinlich, die beiden. Geh in Position. Ich sehe das Ziel. Die haben ihren Amigo gefunden. Kacke, das war nicht gut. Oh, nö, ey. Okay, da drinnen war noch mehr. Scheiße. Kacke, Mann. Hilf mir. Danke. Warum hat das so lange gedauert? Das ging doch schnell eigentlich. Ich bin, glaube ich, im Arsch. Hä? Was machen die da? Wie liegen die da? Hä? Ist hier oben noch jemand versteckt? Nee. Ach, hier liegt der Sniper. Auch gut. Haben die mich jetzt verloren? Ich hoffe es doch. Hier ist ein Handy. Es ist nicht mal gesperrt. Im Speicher sind immer noch Kontakte und Anruflisten. Mhm. Gut zu wissen, würde ich sagen. Ja, da wollen wir mal weiter. Hier scheint es geklärt zu sein. Dann latsche ich mal da in die andere Richtung. Da oben der Sniper. Ja, der sieht mich wieder direkt. Alles klar. Ja. So sehe ich das auch. Und ich hoffe, ich bekomme den da oben. Aber ich glaube es eher nicht. Das wird nichts, wenn ich so drauf schieße. Never. Ja, ihr seht mich hier im Busch, ist klar. Oh, ich hab ihn noch gekriegt. Gerade so. Der Alarm ist aus, es wird keine Verstärkung einfliegen. So. Langsam vor. Ich glaube, hier ist ein ganz guter Platz zum Liegenbleiben, oder? Wenn ich mich hier hinlege und nochmal gucke mit der Drohne. Viel zu viele Leute für meinen Geschmack. Da ist noch einer. So. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Oh, da ist ein Panzer. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Die könnte ich mir eigentlich auch mal schnappen. Aber ob ich das hinkriege, weiß ich noch nicht. Scharfschütze im Turm.
Das ist ja auch noch ein Sniper, oder? Ja. Scharfschütze, ist auch noch ein... Oh, Alter, so viel zu viele Leute, Mann. Okay, das... Ich zähle 15. Oh, das sind Gefangene. Okay, wollen wir mal vorrücken. Ich da den hole. Macht das was? Ich hoffe nicht. Okay. Nein, nicht 10, danke. Schönen Hals. Ah, jetzt. Ah, okay. Jetzt ist vorbei. Ich hole schon mal das Sturmgewehr raus. Jetzt kann ich mal die neue Waffe probieren, die hier. Aber die hat, ach, Kacke, die hat gar keinen Schalldämpfer, ne? Nee. Ach komm, probiere ich so, ist eh egal. Wenn ich erkannt worden bin, macht das nichts mehr. Hier drunter komme ich nicht, ne. Ich verstecke mich hier hinterm Boot. Kurz abwarten, was die so tun. Hier nicht vorrücken. Kommt hier hin. Ach du Depp-Chef, Alter. Hilfe. Schön hier durchrasseln. Ja, schön, mach das. Was, die haben die hier vorne ausgeschaltet? Alter! Das war der Scharfschütze, glaube ich. Schönen Dank auch, da oben. Ja, ich hab'n. Wow. Ich renne mal kurz hoch, um den Alarm auszuschalten. Und da muss ich ja auch wegen dem Einsatzziel hin. Ah. Alter, schon... Oh nein, ich bin tot. Warum bin ich denn so weit weggespawnt? Hä? Was soll das denn? Toll, da muss ich ja nochmal jetzt hinfahren. 2000 Jahre später. So, dann wollen wir es jetzt nochmal probieren. Ich fange diesmal hier rechts an. Und arbeite mich dann von da fort. Erstmal schön durch die Brühe wieder schwimmen. Okay. Es war eben blöd gelaufen, als ich dann auch gestorben bin. Ich war eigentlich schon relativ weit und dann snipe mich der Typ einfach weg. Ja, danke, dass ihr alle auf einmal labert. Ach, das sind Santa Blanca-Typen. Ach so. Ach, ist das hier nicht der Posten, wo dieser Tüftler von denen war? Scharfschütze im Turm. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber. Ein Scharfschütze. Ich kenne das hier noch. Ich sehe einen Scharfschützen. Ich sehe eine montierte Waffe. Tja, die Santa Blanca Kartell hat nichts mehr zu melden, großartig. Hier, jetzt haben die Extranjeros die Gewalt über Bolivien. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Also vom Regen in die Traufe sozusagen. Hier hinten ein schöner Wall mit kaputten Autos und Bussen. So. Wo sind denn noch die Kerle? Ich hab doch bestimmt noch nicht alle. Aber ich probiere es erstmal so. Ich muss sowieso außen rum latschen.
Kommen wir gar nicht rein, oder was? Hä? Mann. So ein Dreckszaun. Oh. Worauf schießen die? Okay, bin unterwegs. Was soll das denn? Hab das Ziel. Okay. Ach, da sind auch noch zwei. Die essen gerade. Genau. Das sage ich auch immer. Oh, ach, das ist mein Teamkollege. Wie komme ich denn jetzt da zwischen dem scheiß Zaun durch? Mann. Es könnte nicht sein, dass der Zaun mich auffällt, dieser billige Kackzaun. Ach, geht doch. Peng. Den Alarm schalte ich lieber auch mal aus. Obwohl die ja so viel Verstärkung gar nicht mehr haben können, oder? Ich wechsle nochmal die Waffe, denn noch bin ich unentdeckt. So. War schön leise. Okay, da drin ist keiner, das ist gut. Ich hummer die jetzt so einfach. Hä? Ah! Shit! Hey, wo, wie habe ich denn den nicht. Oder wen habe ich den übersehen? Toll! Jetzt sind wir da alle alarmiert. Naja. Hä, von wo denn schon wieder? Mann! Ah, das regt mich auf. Komm, heb mich auf, Mann. Verdammt, das war knapp. Wo hat mich jetzt der scheiß Sniper erwischt? So, komm her. Ihr habt doch gar keine Leute mehr zur Verstärkung. Zählen wir da nix. Aber wo war der Sniper, der mich abgeschossen hat? Ich habe keine Ahnung. Naja. Das müsste... Ach, hi. Hä? Meine Seite ist sauber. Was macht ihr hier? Leute, seht ihr das? Mhm. Was denn überhaupt? Ja, okay. Boah, was? Was war das denn? Hä, das sah ja aus wie das Messer von Frodo. Und dann? Erstmal so eine leuchtende Klinge. Granate fliegt. So, aus Prinzip habe ich das auch noch kaputt gemacht. Und dann will ich mal darüber fahren. Hoffentlich schaffe ich das diesmal. Das wäre auf jeden Fall gut. Ich könnte theoretisch auch mit der Brechstange da rein und nehme einfach den Panzer, der da war, und baller einfach alles über den Haufen. Das ging ja auch. Könnte man ja eigentlich auch mal machen. Wenn ich an den Rand komme, probiere ich es mal auf jeden Fall. Hä, ich will dann wieder ein Kanonenboot. Oh, sieht er mich schon hier in dem... Das ist ja klar. Will er mich verarschen? Scharfschütze, oben auf... Der ist ja ein schlechter Scherz in diesem diesigen Schisszeug.
Das Doofe ist, dass ich selber nicht schießen kann und der mein Teamkollege automatisch schießt. Das fände ich lustiger, wenn ich schießen könnte. Aber man kann nicht alles haben. Scharfschütze im Turm. Ja, leck mich doch am Popo. Mit dem sind's fünf. Warte, die sehen dich. Ich komme ja über diesen 20 cm Zaun nicht drüber, oder wie? Mann. Nichts ist das. Oh. So, besser so. Das macht fünf. Okay, sind ganz schön viele. Komm, ich steige jetzt in den Panzer ein und dann geht's rund. Ab geht's. Moment, ich fahre. Ja, hau rein da. Seid ihr drin? Feuer. Attacke. Hallo. Peng. Die meisten Jungs haben den Knall gehört. Schießt ruf da. Ja, nice. Komm, räum schön auf. Hier ist etwas. Ja. Sieht aus wie ein Schießstand oder ein Trainingsplatz. Sehen wir es uns an, aber vorsichtig. Die Söldner sind überall. Ja, das ist jetzt egal, ob die, wo die sind. Komm, schießen ab. Eng. Total unverhältnismäßig, mit so einem Panzer auf einen Typen zu schießen. Ach du Scheiße, die haben nicht ja aufgehangen. Die müssen auch überall die Leute aufhängen, die Schweine. Ja, schieß die doch mal ab. Da ist doch einer. Granate, Vorsicht! Eng. Da schießt drauf. Granate, Granate! Genau, sehr gut. Granate, Vorsicht! Will ich mal das Auto da vorne abfangen, dann steige ich vielleicht auch schon wieder aus. Die ohne jetzt auch Panzer oder was? Dann werde ich erstmal entgegenkommen. Hi! Schießen ab! Eng! Toll, der Panzer qualmt schon. Okay, ich steig mal lieber aus. Ich werde den Rest so erledigen. Ich muss unbedingt mal den Alarm ausschalten. So viel zum Alarm, es wird keine Verstärkung kommen. So, ich muss erstmal ein bisschen klarkommen hier. Ich hebe einfach mal die M4 auf. Für die restlichen Leute, die noch kommen da. Hier ist schon eine Sackgasse. Da war doch irgendjemand. Ach da. Oh. Granate, los, los, los! Den habe ich schon mal. Da ist noch jemand von den Alten. Ah, hi. Habe ich gerade im Augenwinkel gesehen noch. Deckung suchen. Deckung suchen. So, was muss ich denn hier machen? Da sind Informationen. Eine schöne Tafel. Seht euch das mal an. Abschusslisten und Trophäen. Ach du Heilige. Für diese Psychos ist das eine Art Spiel. Socrates, hören Sie. Solche Schweine genug, einfach. Wir kommen zurück. Ich warte am Treffpunkt. Ja, ich komme mit dem Panzer. Ist vielleicht. Moment. Da ist jemand auf dem anderen Kanal. Ich stelle durch. Ja, wer ist denn da? Die M4 ist geil mit dem Scope. Alter, ich komme über diesen scheiß Stacheldraht nicht drüber, oder wie? So. Ich nehme den Panzer einfach, um dahin zu kommen. Bin nicht gesichert. Ja, interessiert mich einen feuchten Mann. Aber der Panzer hält nicht viel aus, muss ich sagen. Wir können ihn drücken. Ist man der CIA?
Luftwaffe hat ein Heli abgeschossen. Das war nur möglich, weil die wussten, dass wir kommen. Socrates ist okay. Er hätte uns längst in den Rücken fallen können oder so. Ja, das stimmt ja. Allerdings, aber... Die CIA leckt wie ein verdammtes Sieb. Wir sind hier völlig auf uns. Man kann niemanden trauen, glaube ich. Auch Socrates nicht. Man weiß nicht genau, was denn noch im Schilde führt. Auch wenn er jetzt erstmal auf loyal tut, aber das kann sich auch noch alles ändern. Aber wir gehen mal rein. Hat sich was ergeben? Gibt es ein neues Ziel für uns? Aber klar, da gibt's wohl ein Problem. Einer von den Los Estranjeros-Statthaltern rekrutiert Santa Blanca-Killer und hat sich da unten ein hübsches Reich erschaffen. Was haben wir? Kapitän Tomás Ortega. Bevor er Söldner geworden ist, soll er Straßenkämpfer in Guatemala sein. Ein Scheißkerl. Er liebt Blut. Er liebt Glücksspiel. Und jetzt kommt's. Er hat so eine Art Arena errichtet, wo er Todeskämpfer ausrichtet und alle anheuert, die das durchstehen. Oh. Ja, kenne ich. Männer wie Ortega rasten ziemlich schnell aus. Wir ärgern ihn etwas, fordern ihn heraus. So locken wir ihn vielleicht aus der Reserve. Hoffentlich neutralisieren sie alle Überreste des Santa Blanca-Kartells gleich mit. Das sehen wir dann. Aktualisieren Sie jetzt unsere Karte. Aber Dalli. Und das, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Schauen wir mal bei dem Ortega okay, vorbei, je nachdem. Wir isolieren Ortega. Ob wir vorher noch was machen müssen. Und nehmen es Stück für Stück auseinander. Ja. Und das machen wir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.